19 Guys, euer Mysterium, alias Cellotrix der FIFA-Sinne, ist wieder back mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht's wieder um den Ultistar-Spieler Cup. Wir haben ja das erste Spiel sehr schön für uns gestaltet gegen Marvin United. Und so ging es auch im zweiten Spiel gegen Relict FIFA im Hinspiel weiter. Wir gewannen mit 4:0 und haben uns dafür jetzt geupgradet. Einmal auf der rechten Seite. Johnson wurde ersetzt durch Hector Bellerin. Alexis Sanchez kam für Bojan und auf dem rechten Flügel kam der gute alte CEO Walkert für Marko Arnautovic. Ich würde sagen, 4:0 ist es Ausgang. Es kommt wieder leider nicht auf dem Kanal des Gegners. Muss ich so deutlich sagen, bis jetzt enttäuscht der Cup mich leider sehr, da immer meine Gegner nicht hochladen, aber ich werde es euch, irgendwann mal werde ich euch die Spiele mal einblenden, wie wir da rasiert haben, weil ich habe alles aufgenommen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der Partie und beim Team vom Relix FIFA, der ja jetzt mit ein paar Bronzespieler reinstarten muss. Ja Jungs, und jetzt sind wir angelangt beim gegnerischen Team vom Relix FIFA. Wir haben uns ja schon richtig geiles Team erkämpft und Relix Team sieht so aus. Nach dem Hinspiel hat es auf jeden Fall sehr, sehr Schaden genommen mit dem 4:0. Sind 4 neue Bronzespieler dazugekommen, aber wird auf jeden Fall eine sehr spannende Kiste. Auf jeden Fall, ich hoffe natürlich, dass wir dieses Spiel ähnlich wie im Hinspiel gestalten konnten. War auf jeden Fall eine eindeutige Sache und ich würde sagen, sehen wir uns gleich bei der ersten Aktion, beim ersten Tor von mir, Kappa. Und da würde ich sagen, Wiederschauen, bis gleich. Alexis auf der 6. Schöner Ball. Alexis schickt Girardi. Ein! Und Ecolan 1:0! 1:0! 1:0! 1:0 in dieser Partie. Schön gespielt auf jeden Fall. Und dann macht Raichi Nainggolan, unser Goalgetter bisher in diesem Turnier, das nächste Ding eiskalt rein und sichert uns damit das nächste Gold Upgrade. Ich weiß nicht, was wir noch upgraden sollten, aber ich werde bestimmt irgendwas finden. Eventuell Lorenzo Insigne in ein Totspieler, aber schauen wir mal, was da noch so geht. Machen hier richtig Druck, das gefällt mir richtig, das Team gerade. Da gehen wir ab über Girardi. Nainggolan, 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 der ist drin, 2:0, 15. Spielminute, Raichi, Nainggolan, Raichi, Nainggolan, Raichi, Nainggolan. Girardi heute, und jetzt ist er wieder durch, De Rossi, oh Gottes Willen, Geist, das war richtig scheiße von mir. Hoffen wir, dass wir noch ein paar Tore machen. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf, hier noch ein paar unserer Gegner so zu vernichten. Macht auf jeden Fall richtig Spaß, Guys. Wohlcode, Theo, Theo, Wohlcode. El Girardi, easy guys, 3:0, El Girardi wieder mal herausragend gespielt und dann macht El Girardi eiskalt per Finesse in den Winkel, sehr sehr nice auf jeden Fall, finde ich eine richtig geile Aktion auf jeden Fall, eindeutige Pausenführung, keine Chance bisher vom Relix FIFA, vielleicht ändert sich das noch in der zweiten Hälfte. Hätte er, denke ich, nichts dagegen, wenn er noch mal einmal rankommen würde. Hatte er einen Traum und dieser Traum war wundervoll. Mysterium als Sieger beim Ulti-Cup. Die ganze Svetami sang nur ein Lied für dich. Oh Mysterium, du verkackst zwar gegen Sveta beim Ulti-Cup nicht. Ole, ole, ole. Steven El Girardi. Mann, ne. Steven El Girardi. Steven El
2 Minuten Nachspielzeit in diesem Spiel. Versteht mich, wenn ich jetzt nicht so am besten kommentiert habe in diesem Spiel. Aber jetzt, ach, vielleicht noch mal El Shaarawy, nein. Ja, Jungs, und das war's mit diesem Spiel. Wir gewinnen dieses Spiel mit 3:0. Eindeutige Kiste auf jeden Fall. Sieht man, denke ich, von der Chancenausbeute, die wir uns hier erkämpft haben. Genau, eindeutige Kiste, Jungs. Schaut doch mal beim Relax FIFA vorbei. Auch wenn das Spiel nicht kommt, will ich hier nochmal meinen Unmut äußern. Ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock, wenn der Letzte auch nicht mehr hochlädt, in diesem Cup noch weiter zu spielen. Das ist jetzt meine kleine Ansage an den Cup, aber solchen Sachen. Jungs, ich finde es einfach absolut scheiße, dass mein Gegner immer nicht hochladen, auch wenn sie mal verlieren. So, finde ich, sollte man mal sein Mann stehen und einfach seine Niederlage hochladen, auch wenn es ein wenig peinlich ist. Muss man doch mal Eier zeigen, meiner Meinung nach. Und ich beende dieses Video mit dem Satz: Wir brauchen Eier, Oliver Kahn!